Tabellenführer gegen Tabellenvierter Steffen Tigges und die Spitzenreiter der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund mussten beim Duell gegen Fortuna Köln auf Ansgar Knauf verzichten, der von Edin Terzic zur ersten Mannschaft beordert wurde und bei der 1:2 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt eine halbe Stunde auf dem Rasen stand. Für die Profis ist es eine bislang eher unterwältigende Saison. In der Regionalliga könnte es für Schwarz-Gelb aber nicht besser laufen. Die Mannschaft von Enrico Maaßen eilt von Sieg zu Sieg. Und zuletzt schwächelte ja freundlicherweise auch noch Konkurrent Rot-Weiß Essen. Und mit diesem Selbstverständnis im Rücken der BVB von Beginn an unterwegs. Erste richtig gute Szene, Richmond Tashi. Und der Nachschuss, Steffen Tigges, gleich zweimal höchst aussichtsreich. Eher selten, dass er solche Dinger liegen lässt. Wenn es in Halbzeit 1 vor dem Kasten von Kölner Keeper Kevin Rauhut gefährlich wurde, Tigges eigentlich so gut wie jedes Mal beteiligt, gut zu sehen in dieser Szene, wie hoch die Dortmunder stehen. Den Ballverlust erzwingen, Abschluss Tigges, klasse von Rauhut aus dem Eck gefischt. Der Kapitän der Hausherren auffälligster Akteur, die Fortuna, fand offensiv erst relativ spät in Halbzeit 1 statt, ohne dabei so richtig gefährlich zu werden. Nach dem Seitenwechsel die Gäste aus der Kölner Südstadt deutlich mutiger, machen ja derzeit ein kleines Formtief durch, haben nur 6 Punkte aus den vergangenen 7 Spielen geholt, Flanke Prokop und am zweiten Pfosten sehr frei, Mike Owusu. BVB-Keeper unbehauen darf sich seine erste starke Parade auf den Zettel schreiben. Immer noch Anfangsphase, zweite Hälfte, diesmal der Kölner Standard und wieder lauert am zweiten Pfosten Owusu. 6 Tore hat er diese Saison gemacht, Leonard Maloney stört gut und verhindert Nummer 7. Die 55. Spielminute, wieder einer dieser ganz frühen Ballgewinne von Borussia Dortmund. Bakir macht das gut, gegen 3, Ball auf Tigges, kommt an und der macht's dann fantastisch. Der BVB schlägt zu, mitten rein in die bis dato stärkste Phase der Kölner, ganz im Stile eines Spitzenteams, das die erste Mannschaft so gerne wäre. Das, was Bakir da mit seinem Tempo und seinem Dribbling macht, das hat schon klasse, aber wie Tigges dann den Ball am Fünfer behauptet und abschließt, das hat eine Qualität, die man in der Regionalliga sehr, sehr lange suchen muss. Der Torschütze zum 1:0, dann nur wenig später ausgewechselt. Starke Leistung von ihm, Adai Ercan, jetzt auf dem Rasen. Fortuna Köln natürlich auf der Suche nach der direkten Antwort. Der Hinterkopf von Jan-Luka Rumpf kann die erstmal nicht liefern. Die Gäste versuchten jetzt Druck auf Schwarz-Gelb zu machen. Die Folge allerdings auch immer wieder gefährliche Umschaltmomente für Dortmund. Da ist Adai Ercan, verpasst die Entscheidung, knappe Kiste. So einen wirklichen Vorwurf den Kölnern an diesem Tag nicht zu machen, allein die Effektivität vor dem Torausbau fähig. Yannick Löden knapp vorbei, es war die letzte Gelegenheit dieser Begegnung. Die Dortmunder Antwort auf den 5:0-Sieg von Rot-Weiß Essen am Tag zuvor, ohne Glanz, aber nicht unverdient. Der BVB nimmt die nächste Hürde in Richtung dritte Liga und steht am Mittwoch vor dem nächsten vorentscheidenden Spiel. Es geht zum Tabellendritten Preußen Münster.